Also wir waren auf der Küche und auf einmal hat man so Geräusch gehört. Und dann wir sind gleich die Fenster von der Küche rausgeguckt, das war das Feuer. Bei der Nachbarschaft die Karten und dann hat man die Feuerwehr gleich angerufen. Ja, und dann ist es so weit gekommen. Da war schon starker Feuer, also. Da war richtig stark, hat man das ziemlich spät gesehen. Wir sind zum Wohnungsbrand in Backnang in die Innenstadt gerufen worden. Es stellte sich heraus, nachdem wir an der Einsatzstelle angetroffen sind, dass hinter diesem Filmtheater einen kleinen Gartenhäuschen gebrannt hat und das Feuer ist schon übergegriffen auf ein Wohnhaus. Bei der Anfahrt konnte man schon die Rauchsäule von weitem sehen und das war alles komplett im Vollbrand. Wir haben als erstes versucht, Menschenrettung durchzuführen, haben dann relativ schnell festgestellt, dass alle Personen schon aus dem Wohngebäude schon draußen waren und konnten uns dann auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Die größte Schwierigkeit war natürlich das verbaute Altgebäude, wo man nicht richtig rankommt. Da musste man mit dem Leiter und über Zäune drüber steigen. Ja, das hat die Einsatzstelle im Prinzip erschwert. Wir waren mit 3 Trupps im Innenangriff und mit 3 Trupps im Außenangriff. Das haben wir ja durch die Trupps im Prinzip eine Regelstellung gemacht. Die größte Gefahr war zu diesem großen Kino. Da war der Abstand von dem brennenden Gebäude 1 Meter. Da konnten wir aber glücklicherweise das Gebäude halten. Das wird genutzt als Musikschule und ein Tonstudio. Deswegen mussten wir da auch keine Personen retten. Es haben sich aber 2 Bewohner oder Anwesende leicht verletzt in der Handverletzung. Also wir machen jetzt im Prinzip die Nachlöscharbeiten. Das Feuer haben wir soweit unter Kontrolle. Es brennt aber immer noch. Und müssen dann schauen, dass das Gebäude nicht einstürzt. Da kommt jetzt die Fachkraft für Sicherheit nochmal und guckt sich das Gebäude und den Ingenieur an. Und dann müssen wir mal sehen, wie wir weitermachen. Nee, das konnte man relativ am Anfang gleich abstellen. Die Polizei hat gleich die Absperrbänder hingemacht. Das hat auch, wir sind auch nicht behindert worden. Aktuell sind 85 Feuerwehrkameraden im Einsatz. Aus mehreren Feuerwehren, Backnang, Oppenweiler, Groß-Aschbach. Es ist eine Drohnengruppe aus Rudersberg da und Pressearbeit von Schorndorf noch dabei. Wir haben jetzt nachalarmiert von Schwäbisch Hall noch den Atemschutzwagen, der uns dann mit Atemschutz weitere Flaschen unterstützt. Das wird sich durch die Lage des Gebäudes noch relativ lang hinausziehen. Okay.